Hallo zusammen, mein Name ist Marc Eichmann, ich bin seit 14 Jahren beim SC Langenthal, bin aktuell Goalie-Trainer von der ersten Mannschaft bis aber zu den jüngsten Goalies. Meine tägliche Arbeit ist Betreuung der Goalies. Das ist vorwiegend die zwei Goalies der ersten Mannschaft, aber sicher auch unsere Nachwuchs-Goalies, die jeden Tag besser werden wollen. Das ist im Speziellen einfach die Trainings auf dem Eis. Im Sommer haben wir klar auch Off-Ice-Einheiten, wo wir koordinative Fähigkeiten verbessern. Es geht bis hin zu Spielbeobachtungen plus Analysieren von den einzelnen Spielsituationen, dass wir wirklich eigentlich jeden Tag einen Schritt vorwärts machen und die Goalies können weiterentwickeln können. Der grosse Unterschied von der Regular Season zu den Playoffs ist ganz klar, dass wir uns eigentlich auf einen Gegner fokussieren können. Das macht uns einerseits die Arbeit irgendwo durch ein bisschen leichter, dass wir wirklich den Gegner können auseinandernehmen können, dass wir ihre Keyplayers speziell beurteilen und beobachten können. Unser Fokus liegt dann ganz klar auf taktische Sachen, in dem Sinn, dass wir wissen, was sie zum Beispiel in einem Powerplay gerne machen. Dementsprechend können wir unsere Goalies auch so darauf einstellen. In den Playoffs ist klar, es sind nicht mehr grosse technische Sachen, die wir trainieren. Es geht mehr um die Routine, tagtäglich an gewissen Sachen können arbeiten, dass wir das im Match können, automatisch abrufen und im richtigen Moment an der Richtung safe können auspacken können. Das Schöne an den Playoffs ist eigentlich immer, dass man nach einer 0-7 Klatsche innerhalb von 24 oder 48 Stunden die Möglichkeit hat, sich wieder zu verbessern und zu steigern. Ich glaube, das ist auch die grosse Kunst in den Playoffs. Der am schnellsten kann vergessen kann, wird am schlussendlich auch erfolgreich sein. In unserem Fall, nach dieser doch Klatsche, glaube ich, hat es eigentlich nicht einmal viel Wort gebraucht. Ich glaube, der Fippo wie auch der Connor haben gewusst, dass wir besser performen müssen. In dem Sinn, wir haben dort eigentlich gar nicht gross etwas geändert. Wir haben wirklich an unserer Routine festgehalten. Wir haben denen vertraut. Wir haben gewusst, dass wir es besser machen können. Und ich glaube, der Fippo hat nachher in den zwei darauffolgenden Matchen wieder so gespielt, wie wir ihn kennt haben, auch aus den letztjährigen Playoffs. Und darum, manchmal muss man die Goalies auch einfach machen lassen. Sie wissen, dass wir Vertrauen haben in sie. Und das ist manchmal mehr wert, als gross über etwas zu diskutieren. Ja, ich glaube, in diesen 14 Jahren habe ich doch die eine oder die andere lustige Geschichte dürfen miterleben. So spontan. Für uns sicher eine lustige Geschichte. Es hätte aber ins Auge gehen können. Da steht, wo der Olivier Horak, unser damaliger Headcoach, in Olten auf der Bank oben gestanden ist und plötzlich lässt das Bänkli halt gehen und ihm sein Bein oder fast der ganze Körper ist zwischen den Abend. Und das ist wirklich während dem Match passiert. Wie gesagt, glücklicherweise ist es lustig ausgegangen, es hätte auch in die Hose gehen können. Aber es ist sicher das, was ich sogar im Goal mir als Schmunzeln nicht müssen, oder nicht können verkneifen. Liebe Fans, wie ihr wisst, wird das meine letzte Saison sein bei euch, beim SCL, bei Gelb-Blau. Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, um euch endlich mal Danke zu sagen für die vielen, vielen schönen Momente, die wir zusammen erleben dürfen. Einerseits als Spieler, aber jetzt auch in dem Sinn in einer anderen Position. Es ist wichtig, dass ihr die Mannschaft nach wie vor nach vorne treibt, jetzt verdient. Wie gesagt, ein grosses Merci für die grossartige Unterstützung über 14 Jahre SC Langenthal. Ihr werdet immer einen guten Platz haben im Herz. Merci vielmals.